2019 habe ich so einige Spieletests zu Retro-Spielen gemacht. Welche haben mir am besten gefallen, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und einem weiteren Jahresrückblick. Ja, ich habe ja im letzten Jahr so einige Was-taugt-Folgen gemacht zu Retro-Spielen und hier zeige ich euch mal, welche 5 Spiele mir am meisten gefallen haben. Folgende Regel ist es natürlich logischerweise, Retro-Spiele, die man neu entdeckt, sind natürlich immer subjektiv. Für mich sind diese Was-taugt-Folgen meistens so ein bisschen das Reintauchen in diese Spielebibliotheken. Meistens Spiele, die ich nicht kenne. Es waren natürlich so einige Spiele auch dabei, die ich natürlich schon aus der Kindheit kannte und jetzt nochmal quasi jetzt neu erlebt habe. Wie zum Beispiel DuckTales für den Gameboy, wunderbares Spiel. Solche Spiele habe ich jetzt einfach mal rausgeklammert. Ich konzentriere mich also durchaus nur auf Spiele, die ich für mich neu entdeckt habe. Und da konzentriere ich mich natürlich auf die Was-taugt-Folgen, weil die quält sich. Serie ist natürlich, da sind nur Gurken dabei. Also da ist definitiv kein Spiel dabei, was mir gefällt. Ja, ich habe mal drin geguckt, die Liste, okay, was ist alles dabei? Und diese 5 Spiele möchte ich euch nochmal ganz, ganz besonders vorstellen. Vorweg sind natürlich meine Lieblingsspiele. Zumindest von diesen, die ich jetzt letztes Jahr getestet habe. Sie müssen euch nicht gefallen, aber es sind meine. Es ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv sowas. Aber ich würde sagen, genug zu den Regeln zugelabert. Fangen wir an. Und zwar, ich habe die hier alle. Und zwar fangen wir mit Mercenary Force an. Wunderbares Spiel. Ja, genau. Bitte, der Lichtsetting, ne? Ich versuche ja übrigens, ich weiche jetzt schon wieder ab, so mit dem Lichtsetting etwas rumzuprobieren. Finde ich sehr, sehr schön, weil ich habe ja ein neues Objektiv. Könnt ihr ja mal kurz in die Kommentare reinschreiben, wie euch dieser neue Stil etwas mit ein bisschen Lichtspielereien und sowas gefällt, wie euch die Qualität allgemein gefällt. Fällt mir gerade so auf, wo ich das Cover in die Kamera halten möchte, aber es natürlich bei weitem nicht so gut ausgeleuchtet ist. Und zwar Mercenary Force. Ja, das habe ich wirklich durch Zufall entdeckt und zwar auf der Börse in Montabaur beim Stand vom guten Chico. Das Cover. Das hat mich irgendwie magisch hingezogen, weil ich finde das so stilistisch so richtig, richtig gut gemacht. Das ist sogar noch heute noch modern, würde ich sagen. Ich werfe es mal so zur Seite. Es ist immer noch modern und irgendwie, das Spiel sagte mir so wirklich 0,0. Und das ist natürlich auch so austauschbar, eine Mercenary Force, also Söldnerkraft oder Truppe oder sowas. Was verbirgt sich dahinter? Ja, es ist ein Shoot'em'up quasi. Und zwar ein seitwärtsgehendes und ihr spielt jetzt kein Raumschiff oder ähnliches, sondern eine Söldnertruppe. Finde ich sehr, sehr interessant. Ihr könnt die auch relativ frei zusammenstellen. Es gibt natürlich verschiedene Typen, wie der eine macht eher so ein bisschen Nahkampfschaden, andere schießt schneller, aber macht dafür weniger Schaden und so weiter. Super Spiel. Ihr seht es ja oben eingeblendet von meinem Testvideo. Sehr, sehr schön gemacht, weil es einmal etwas anderes ist als dieses typische Weltraum-Shooter, Peng, Peng, Peng. Ist natürlich Geschmackssache, das Genre, klar, muss ich sagen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ist natürlich klassischerweise nicht so ganz einfach. Aber es hat sehr, sehr viel taktische Tiefe. A, müsst ihr ja gucken, wie stellt ihr euer Team zusammen? Ihr kriegt natürlich Gold und verschiedene Güteklassen von Söldnern kosten natürlich entsprechend auch Gold. Und dann könnt ihr noch durch verschiedene Formationen durchswitchen. Und dadurch natürlich auch mal ein bisschen euch auf die Gegner einstellen. Ne? Wie fliegen die Projektile vom Gegner her und so weiter. Sehr, sehr schön. Also wenn ihr mal ein etwas erfrischend anderes Shoot'em'up auf den Gameboy spielen wollt, guckt da bitte auf jeden Fall rein. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Kommen wir zu dem nächsten Gameboy-Spiel. Ich habe jetzt übrigens durch die ganzen Systeme durch einfach mal geguckt. Ja, Mole Mania habe ich relativ am Anfang des Jahres getestet. Ist auch ein wunderschönes Spiel. Und zwar kam das sehr, sehr spät. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, 98, 97 für den klassischen Gameboy. Auch quasi offiziell von Nintendo. Wie gesagt, das ist fast ein Jahr her, dass ich das getestet habe. Die grundtechnischen Informationen sind nicht mehr so ganz präsent bei mir im Kopf. Auf jeden Fall zum Spielprinzip. Also ihr könnt das euch so vorstellen. Klassische obendrauf 2D-Ansicht. Ihr spielt einen Maulwurf und müsst so wie quasi in Zelda einzelne Bildschirme abarbeiten. Nur logischerweise seid ihr halt ein Maulwurf und können daher nicht mit dem Schwert schwingen oder ähnliches. Klar. Die Besonderheit ist jedoch, ihr müsst immer in ein Level oder ein Bildschirm zum Ausgang zu geraten. Also ihr kommt natürlich irgendwo rein und müsst halt zum Ausgang geraten. So.
Ihr seid Maulwurf. Es gibt natürlich Gegner. Gut, es ist natürlich nicht so angenehm. Aber was können Maulwürfe? Genau, graben. Und zwar ist da die Besonderheit, dass es quasi zwei Ebenen gibt. Einmal die Oberwelt, die ihr so seht und nur mal rum navigieren könnt. Aber wenn da zum Beispiel eine Mauer ist, dann könnt ihr einfach ganz einfach zack in den Untergrund euch durchbuddeln und auf der anderen Seite wieder hoch. Und schon habt ihr den Mauerumgang. Natürlich gibt es auch noch verschiedene Items und so weiter. Es wird dann natürlich wesentlich komplexer, aber fand ich eine echt gute Idee und auch technisch super 1A umgesetzt. Da merkt man wirklich, dass es eines dieser späten Spiele ist. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich denke mal, gerade weil es so spät erschienen ist, fällt es vielleicht bei vielen so unterm Radar, aber empfiehlt sich auf jeden Fall. Kommen wir zu dem nächsten Spiel und zwar ein Game Gear Spiel. Ja. Ich habe ja auch so ein bisschen, na, die Liebe zum Game Gear immer so ein bisschen. Und zwar Factory Panic. Ich glaube, das habe ich auch auf irgendeiner Börse gekauft. Ich glaube in Bonn, aber ich bin mir gerade nicht so unbedingt sicher. Ja, ich weiß, die meisten von euch interessieren euch nicht so für Game Gear. Das sehe ich ja zumindest an den Klickzahlen. Da sind natürlich Game Boy und Super Nintendo wesentlich höher. Aber ich schiebe trotzdem ab und zu mal so ein Game Gear Spiel rein, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ich habe mir eins für meinen Kanal geschworen. Ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Ja, und Game Gear finde ich einfach herrlich, so das so ein bisschen zu erforschen, weil ich als Kind damals immer so Game Gear haben wollte und immer so neidisch drauf geschielt habe, weil es sah natürlich aus der Ferne immer cool aus. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Spaß dran, so ein bisschen nach und nach auch mir da die Bibliothek zu erforschen. Aber so viel zum Game Gear und holt euch auch mal ein oder holt euch mal im Emulator und spielt mal ein paar Spiele rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein nettes Puzzle-Spiel. Und zwar, ja, Factory Panic, wie der Name sagt, seid ihr in einer Fabrik mit verschiedenen Fließbändern. Und es ist immer so, dass es einen Startpunkt gibt und einen Endpunkt. So, am Startpunkt kommen diverse Güter und am Endpunkt gibt es Leute, die diese Güter haben möchten. Und diese Fließbänder laufen natürlich nicht gerade, sondern verquer. Und dann müsst ihr halt dafür sorgen, dass die richtigen Güter zu den richtigen Personen kommen. Da müsst ihr halt entsprechend Weichen umstellen und so weiter. Halt immer gucken, dass das Richtige auch bei der richtigen Person landet. Könnt das aber natürlich nicht ungestört machen, da es eine Wache gibt, die euch immer versucht, etwas zu stören. Das heißt, ihr müsst da auch immer so ein bisschen die Wache umgehen und so weiter und hier und da gucken. Macht sehr, sehr viel Spaß, ist ein bisschen blöd jetzt so spontan zu erklären, ist aber ein sehr, sehr nettes, schönes Puzzlespiel. Hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem weil auch die ganze Aufmachung super ist, wobei wir hier im Westen leider nur die abgespeckte Version haben. In Japan heißt es ja Go Gorbi, glaube ich, oder sowas und da ist der Held ja nicht so ein namensloser Fabrikarbeiter oder wie man es nennen will, sondern wirklich Gorbatschow. Oh, voll geil, also die Japaner, die haben es wirklich drauf, kann ich euch wirklich nur sehr empfehlen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wie gesagt, ein bisschen Game Gear, Power, Game Gear ist echt gut. Also schaut einfach mal rein, es macht wirklich Spaß, so ein bisschen eine komplett unentdeckte Spielebibliothek für sich zu erforschen. Zumindest macht das mir Spaß. Kleiner Schnitt und kommen wir zum Super Nintendo Spiel und zwar Donald in Maui Mallard. Ja, und zwar das Spiel hat mir der gute SNES Maniac empfohlen. Viele Grüße an dich an dieser Stelle, wenn du das gucken solltest. Herrliches Spiel. Also von der Grundsatz her ist das eigentlich so, dass es halt ein guter Disney-Plattformer ist mit Donald in der Hauptrolle. Sagt der Titel natürlich. Gute Technik, aber das, wo das Spiel wirklich, wirklich glänzt, finde ich zumindest für mich, ist einfach dieses Szenario. Ja? Das ist so ein bisschen Hawaii-mäßig, ein bisschen Tiki-mäßig, so ein bisschen Voodoo natürlich, so etwas angedeutet und so weiter. Und es macht einfach Spaß, dadurch diese Level und wie die alle gestaltet sind, einfach durchzuspielen. Wie gesagt, so vom Gameplay her, es ist halt ein guter, solider Plattformer, da dürft ihr jetzt keine großen Überraschungen erwarten. Aber einfach dieses Technische und das Szenario, das Setting, oh, also wirklich vielen, vielen Dank, lieber SNES Maniac, dass du mir das empfohlen hast. Wunderschönes Spiel, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wenn man gerne mal einen guten Plattformer, der nicht ganz so populär ist, auf dem Super Nintendo spielen will. Weil ich habe das Gefühl, das Spiel, das ist, wird natürlich nicht so oft genannt wie Super Mario World oder sowas, was natürlich so fast das beste Plattformer auf dem System ist. Aber da könnt ihr auch wirklich euch gerne mal ein bisschen reinschauen. Macht sehr, sehr viel Spaß zu spielen. Ja, Super Nintendo teste ich leider nicht mehr so viel, weil irgendwie mein Interesse sich so ein bisschen auf so Handhelds geschoben hat. Ne, so die Handhelds der frühen 90er, Game Boy, Game Gear. Das ist wie so eine bestimmte Leidenschaft bei mir, so hat sich so entwickelt. Und ich freue mich auch bald, wenn ich jetzt in Atari Lynx eventuell mal ein bisschen testen sollte, wenn dieser super Game Boy Fun Analog rauskommt. Da soll ja auch einen Lynx-Adapter haben. Werde ich auf jeden Fall auch ein paar Videos machen. Aber ich schweife schon wieder ab. Kommen wir zu dem letzten Spiel. Und zwar wieder ein Gameboy-Spiel. Und zwar ein sehr teures. Na komm.
TripWorld. Ja, das Modul ist wirklich nicht teuer. Ich habe, glaube ich, so um 90 Euro bezahlt, was fast normaler Kurs ist eigentlich. Es ist halt einfach sehr, sehr selten und nicht so weit verbreitet worden. Ist aber ein schönes Spiel. Ob es den Preis wert ist, muss natürlich jeder selber für sich entscheiden. Ich persönlich würde jetzt sagen, nicht unbedingt. Hab mir natürlich dann auch mal was für meine Sammlung gegönnt. Von daher war es für mich okay zu bezahlen, aber es natürlich ist kein Must-Have, sage ich mal. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Und zwar versprüht das Spiel an sich so allgemeine Kirby-Vibes, ja. Weil man spielt so ein kleines, süßes, weißes Ding irgendwie. Das ist gute Laune. Das ist natürlich ein Plattformer und es macht einfach Spaß zu spielen, finde ich. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Das Spiel ist nicht lang. Es ist auch nicht übermäßig schwer, zumindest meiner Meinung nach. Zumindest am Anfang, später zieht es natürlich ein bisschen an, aber hey. Und es ist einfach ein wunderschönes Spiel, sehr schön gemacht und einfach so ein Feelgood-Spiel, wie Kirby eben. Also es wird ja in der Öffentlichkeit meistens so ein bisschen verglichen mit Kirby, auch zu Recht, aber wie finde ich, auch relativ eigenständig und eigentlich auch ein schönes Spiel eigenständig. Kann ich euch nur empfehlen, wie gesagt, ob ihr das Originalmodul kaufen solltet, muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt natürlich auch entsprechende Repro-Module oder natürlich auch entsprechend Emulator. Das geht natürlich eh immer. Ja, und dann würde ich sagen, das waren meine Top 5 Retro-Spiele-Tests auf meinem Kanal vom letzten Jahr. Ich weiß, wieder sehr aufgeblasen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Welche Spiele haben euch vielleicht am meisten gefallen? Einfach in die Kommentare rein. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.